meine Damen und Herren. Die Fahrradwerkstatt für Geflüchtete im Zwick gibt es nun schon im zweiten Jahr. Bisher haben wir in Zusammenarbeit mit SAM und mit den Menschen aus dem Übergangswohnheim ungefähr 100 Fahrräder repariert. Viele Belsiger Bürgerinnen und Bürger haben auch gebrauchte Fahrräder gespendet. Dafür sagen wir auch hier an dieser Stelle Dankeschön. Falls hier jemand im Raum ist, der oder die eine Fahrrad hat und es nicht benutzt, der Bedarf ist groß, bitte einfach melden. Wir holen auch Räder gerne ab. Viele Geflüchtete haben nicht genug Geld, sich ein Rad zu kaufen oder die Erzahlziele und schon gar nicht die Reparaturkosten einer Werkstatt. Viele Geflüchtete können jetzt kurze und lange Wege mit dem Fahrrad zurücklegen. Das erleichtert den Alltag ungemein. Bei der offenen Fahrradwerkstatt kommen wir mit Menschen aus Deutschland zusammen. Dabei können wir nicht nur die deutsche Sprache üben, sondern auch Beziehungen und Freundschaften entstehen lassen. Wir können uns gegenseitig unterstützen, aber auch die Menschen aus Deutschland um Rat fragen. Wir hoffen sehr, dass es die Fahrradwerkstatt für Geflüchtete im Zwick noch länger gibt. Ich finde, Werkstatt, wenn dauert bleibt, ist toll. Aber wir danken alle Leute, haben Zwick gespendet zum Fahrräder und andere Sachen. Wie gerne auch, wenn jemand hat Fahrräder, wir können gerne zum Abholen. Ja, vielen Dank. My name is Kalistas Masiga. Mein Name ist Kalistas Masiga. I live in the Heim in Bad Belzig. Ich wohne im Übergangswohnheim Bad Belzig. And I am one of the beneficiaries of this initiative. Ich bin einer derjenigen, die von dieser Initiative profitieren. And we are very, very grateful for this initiative. It has helped us so much. Wir sind sehr dankbar für diese Initiative, weil sie uns sehr, sehr geholfen hat. Now I use the bicycle every morning from the Heim to the bus station. Und ich benutze das Fahrrad jeden Morgen, um vom Übergangswohnheim zur Bushaltestelle zu kommen. And this bicycle has really helped me, because before the bicycle was not in good condition, because sometimes brakes were not working and the bicycle used to give me problems. Vorher hatte ich ein großes Problem, weil das Fahrrad war nicht wirklich im besten Zustand. Zum Beispiel waren die Bremsen ein bisschen kaputt und hatte noch mehr Probleme. Und jetzt ist es auf jeden Fall besser. Our bicycles were properly maintained and nobody in the Heim has a bicycle that is not working. Seitdem es die Fahrradwerkstatt gibt, seitdem werden die Fahrräder der Geflüchteten des Übergangswohnheims sehr gut gewartet und seitdem gibt es auch keine Unfälle oder andere Probleme mehr. So we are very grateful for people who have donated money so that our bicycles can be maintained. Wir sind sehr dankbar für die Leute, die dort Geld gespendet haben, damit die Fahrräder weiterhin gewartet werden. Thank you. Thank you so much. Thank you so much.